Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade, der Friede und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, sei mit euch allen. Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. In ihm hat alles Bestand. Nichts bleibt verborgen vor ihm. Halleluja. Ja, das ist unser Glaube und unsere Hoffnung, dass der Heilige Geist den Erdkreis erfüllt, liebe Schwestern und Brüder hier in der Marienkirche. Ich freue mich, dass wir miteinander Pfingsten feiern können. Und ich begrüße auch alle, die über YouTube uns zuschauen und mitfeiern das Pfingstfest. Der Heilige Geist, die Welt braucht ihn, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die uns alle beschäftigen und in denen wir auch alle irgendwie zu leiden haben. Aber es ist gut, dass wir uns jetzt wieder hier in der Kirche versammeln können, wenn auch in gebührendem Abstand. Aber verbunden im Glauben, verbunden im Geist, den wir feiern. Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Geist gesandt. Herr, erbarme dich. In deinem Geist finden wir die Kraft, dir zu folgen. Christus, erbarme dich. Durch den Geist willst du alles erneuern und in dir vollenden. Herr, erbarme dich. Herr, schenk uns dein Erbarmen, schenk uns deinen Geist, schenk uns auch Vergebung unserer Schuld. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten:
Seht, sind das alles nicht Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner eigenen Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Pfingsten ist das große Fest im Kirchenjahr, das am wenigsten bekannt ist. Bei Christen und bei Nichtchristen, auch wenn alle einen zweiten Feiertag und zumindest kleine Ferien zum Ausspannen genießen. Vielleicht hing das ja damit zusammen, weil hier im Unterschied zu Weihnachten und Ostern die Traditionen und das Brauchtum fehlen. Pfingsten aber ist alles andere als ein unwichtiges Fest, ganz im Gegenteil. Das Pfingstfest ist der Geburtstag der Kirche, so wird es oftmals gesagt. Dann ist die ursprüngliche Pfingstgemeinde mit ihren Aposteln wohl der Prototyp der christlichen Gemeinde. Aber was zeichnet denn diese Pfingstgemeinde aus? Lukas gibt am Beginn seiner Apostelgeschichte darüber Auskunft. Die Gemeinde bleibt auf Anweisung Jesu nach dessen Himmelfahrt zusammen. Und damit die 12-Zahl wieder vollständig wird, wählt man noch Matthias als Ersatz für Judas in das Apostelgremium hinzu. In der Erwartung des Heiligen Geistes betet man gemeinsam, bis dann auf die Männer und Frauen spektakulär der Heilige Geist in Feuerzungen und Sturmesbrausen herabkommt. Als wären diese Ereignisse nicht schon unheimlich genug, haben sich gleichzeitig die Menschen selbst verändert. Wenn wir dies Geschehen als die Geburt der Kirche deuten, dann wurde diese junge Kirche durch das Eingreifen Gottes auch schon direkt multikulturell. Zunächst gibt es Sprachverwirrung und dann eine vielsprachige Verständigung. Dies ist also das Gegenstück zur babylonischen Sprachverwirrung des Alten Testamentes. Die Botschaft Jesu hat Geltung über alle Sprachen und Kulturgrenzen hinweg. Johannes dagegen hat in seinem Evangelium eine andere Perspektive. Unmittelbar nach der Auferstehung tritt Jesus überraschend in den Kreis der Jünger, die sich im abgeschlossenen Raum versammelt haben. Er beauftragt sie zur Mission und übergibt ihnen den Heiligen Geist durch Anhauchen. So gesehen ist Pfingsten nicht einfach das Fest des Heiligen Geistes, sondern erst einmal der Abschluss des einen großen Osterfestes, das ja wegen seiner Bedeutung 50 Tage lang gefeiert wird. Das Wort Pfingsten leitet sich ja ab vom griechischen
Pentekoste, 50, also 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten. Die Geistsendung, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist also nur ein Aspekt von Ostern. Bei Johannes geschieht Auferstehung und Geistsendung an einem und demselben Tag. Ostern ist eben mehr als nur die Auferweckung Jesu. In und mit Jesus sollen wir alle auferstehen und schon jetzt das neue Leben empfangen, das dann im Himmel vollendet werden soll. Um aber dieses neue Leben zu erhalten, müssen wir Gottes Lebensatem empfangen, seinen Geist, der die ganze Welt durchdringt und sie erhält. Und wir müssen mit ihm in einer unauflöslichen Gemeinschaft stehen. Daher auch der Friedensgruß des Auferstandenen. Das erste Wort, das Jesus den versammelten Jüngern zuruft, ist: Der Friede sei mit euch. Die verschiedenen Pfingstberichte in Apostelgeschichte und Johannesevangelium machen uns heute deutlich, die Erfahrungen damals waren wohl sehr verschieden, sowohl expressiv spektakulär als auch mehr introvertiert verhalten. Aber immer waren Männer und Frauen im Gebet versammelt, in Erwartung eines göttlichen Beistandes. Der Beginn der christlichen Kirche war die gemeinsame Versammlung im Gebet im Geiste Jesu. Den 2020. Geburtstag der Kirche am Pfingstfest in diesem Corona-Jahr feiern wir da eher verhalten. Nach der über zweimonatigen Gottesdienstpause und dem nicht wie gewohnt gefeierten Osterfest ist es gut, dass wir uns nun als Christen wieder versammeln dürfen. Gemeinsam beten ist ein wesentliches Merkmal für Kirche. Auch wenn man mit 1,5 Meter Abstand voneinander zusammensitzt, ist es besser, als nur allein zu sein im Gebet. Die verschlossenen Türen dürfen wir wieder öffnen. Nun, sich anhauchen lassen, wie Jesus es damals tat, und sich in pfingstlicher Begeisterung zu umarmen, ist zurzeit eher nicht vorstellbar. Die Pfingstkirche lebt aber, der Geist wirkt, auch wenn die gemeinsamen Formen noch etwas verkrampft sind. Selbst die begrenzten Sitzplätze reichen immer noch aus. Wir brauchen bisher noch keinen wegen Platzmangel abzuweisen. Auch wenn wir noch nicht laut singen, so singt doch das Herz und der Geist mit. Und wir, die Gottesdienstfeiernden, nehmen alle anderen, die noch nicht kommen können oder wollen oder eben über die Medien mitfeiern, ins Gebet mit hinein. Auch wenn die Schutzmasken immer noch ein wenig befremdlich aussehen, Gott kennt unser Gesicht. Und der Heilige Geist, er darf uns ruhig infizieren. Unsere Hygienemaßnahmen gelten ausschließlich dem schädlichen Virus. Ich bin froh, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns in den Gemeinden wieder zum Beten und Gottesdienst versammeln können, wenn auch zurückhaltend. Damit drücken wir unsere Zusammengehörigkeit und unseren gemeinsamen Glauben aus. Die Normalität kehrt langsam zurück. Wie die Apostel damals dürfen wir dabei immer wieder neu das Wirken des Heiligen Geistes erwarten. Ich glaube daran, dass er uns bestärkt und ermutigt und hilft, auch und gerade in diesen schweren Zeiten. Ich brauche keine spekulativen Verschwörungstheorien, die mir die Wahrheit und die Welt simpel erklären wollen. Sicher, die Welt ist nicht perfekt, sie ist immer gefährdet. Doch Menschen tragen Mitverantwortung füreinander und für die Welt, damit wir in Frieden und im Respekt voreinander und in Sorge füreinander leben können. Für diese bleibend großen Aufgaben brauchen wir Gottes Geist, verbunden mit unserem klaren Verstand und unserer Tatkraft.
So unterschiedlich, liebe Schwestern, liebe Brüder, so unterschiedlich der Beginn der Kirche damals erlebt wurde, so vielfältig gestalten, erleben und feiern wir Kirche in der heutigen Zeit. Der Heilige Geist ermöglicht viele Formen des Glaubens, ob hier in der Kirche oder auch zu Hause oder über und durch die Medien. Der Apostel Paulus weist ja auch im Epheserbrief ausdrücklich darauf hin: ein Leib, aber viele Glieder, ein Geist, eine Taufe, aber Einheit in Vielfalt. Und damals waren es Juden, Griechen, Sklaven und Freie, alle mit dem einen Geist getränkt. Was in allen Zeiten und bei aller Vielfalt beständig bleibt und christliche Kirche in allen Zeiten kennzeichnet, ist die gemeinsame Verbindung der Gläubigen im Gebet, im Geiste Jesu und im Glauben an seine österliche Auferstehung. Amen. Verbinden wir uns im gemeinsamen Glauben, im gemeinsamen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nach seiner Auferstehung hat Christus uns den Heiligen Geist als Beistand verheißen. In diesem Geiste lasst uns zu ihm beten und wir antworten jeweils: Sende aus deinen Geist. Sende deinen Geist, der die Armen liebt. Lass all jene Hilfe finden, die nicht genug zum Leben haben und in der gegenwärtigen Krise um ihre Existenz fürchten. Sende aus deinen Geist. Sende deinen Geist, der lösen kann, was in sich erstarrt ist. Sei allen Ehepaaren und auch Menschen und Staaten nahe, deren Beziehung sich in einer Krise befindet. Sende aus deinen Geist. Sende deinen Geist, der heilen kann, wo Krankheit quält. Stärke alle, die an Leib oder Seele krank sind, und stärke alle, die ihnen als Ärzte und Pfleger und Seelsorger beistehen. Sende aus deinen Geist. Sende deinen Geist zu deinem Volk, das dir vertraut. Beschenke alle Christen mit deinen Gaben zum Bekenntnis des gemeinsamen Glaubens. Sende aus deinen Geist. Sende aus deinen Geist zu jungen Menschen, die zu priesterlichem, diakonalem und pastoralem Dienst in der Kirche bereit sind. Sende aus deinen Geist. Sende deinen Geist, der Trost spendet in Leid und Tod.
Stehe allen bei, die um einen Menschen trauern, und schenke den Toten Auferstehung und ewiges Leben. Sende aus deinen Geist. Gott, sende deinen Geist in unsere Herzen, damit wir aus seiner Kraft leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, ihr allmächtigen Vater, gefalle. Wenn wir das Opfer an Ausgang hinein, zu Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes. Sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben die, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet, heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Sankt, Sankt.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir gedenken auch einer Verstorbenen, die wir in dieser Woche zu Grabe getragen haben. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir alle haben den Heiligen Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Und in diesem Geiste lasst uns miteinander und gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht
das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Wir haben es im Evangelium gehört. Und so hat unser Herr Jesus Christus auch den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Und so bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes. Du nimmst den Weg der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes. Seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg alle Schuld der Welt. Wir sprechen gemeinsam, der Leib Christi. Amen. Wenn Sie kommunizieren möchten, bleiben Sie auf Ihrem Platz und halten einfach die Hand ausgestreckt und dann kommen wir zu Ihnen.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in ihr weiterwirkt und die heilige und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ein herzliches Dankeschön unserem Kirchenmusiker Herrn Gerhardt und der Solistin, die diesen Pfingstgottesdienst kräftig, musikalisch gut begleitet und gestärkt haben und bereichert haben. Vielen Dank. Uns allen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Der Segen Gottes möge heute am Sonntag und am Montag besonders wirken und natürlich die ganze nächste Zeit uns bestärken. Und der Segen Gottes, er möge auf uns herabkommen. Der Herr sei mit euch. Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.